So, wie stelle ich jetzt ein, dass ich hier Hire Tiers? Ich trash das gerade mal. Das ist nicht der Trash-Button. Das ist der Trash-Button. Rechts dafür. Ah, okay. Warum kann ich jetzt die roten nicht kaufen? Heißt hier auswählen. Das schaffelt jede Stunde durch. Okay, und hier unten kann ich halt Highest Tier leveln, okay. Gut, aber dann kann ich doch mal direkt T15 kaufen. Das ist okay. Und dann muss ich jetzt nur warten, bis Rote am Start sind, ja? Gut, und jetzt weiß ich auch, wofür der Powerplant Booster Museum ist. Der macht nämlich vermutlich... Ja. Nach einer Stunde kann ich sogar Glück haben, dass Tier 15 kommt. Achso, das ist jetzt nicht gesagt, dass Tier 15 kommt. Achso. Sondern auch die... Okay. Also mit Pech habe ich dann auch trotzdem Tier 1 von den Roten. Oh wow. Ah, okay, das heißt, ich bekomme mindestens Tier 9. Das ist doch okay. Das ist gut zu wissen. Also man bekommt immer mindestens das Max-Tier, was man schon mal gecraftet hat. Also random ist zwischen Max-Tier und Max... Okay. Schau es kurz nach. Wir sprechen dann drüber. Wir gucken kurz hier rein. Hier ist nämlich der Stuff durch. Das ist erfreulich. Das ging schneller als gedacht. Dann geht's mal hiermit weiter. Oh wow. Nun. Das könnte dauern. Welche Erfolge hast du alle? Oh Gott. Nicht viele. Mich halt null um die Achievements gekümmert. Dazu 4 Achievements. War mir halt bislang so richtig egal. Hol dir mal den bei den 3 Bossen, die sind alle easy. Ich hasse den 3. Boss so richtig. Abgesehen davon habe ich halt überhaupt keinen Bock auf die Bossfights. Also jetzt einmal Zylindro war okay, um das freizuschalten, aber der Rest ist so, uch. Abgesehen davon weiß ich nicht, was ich für das Achievement machen muss, müsste ich jetzt nachgucken. So, Factory nochmal boosten. Mine hat 10 Layer, das ist okay. Dann wurschteln wir die doch mal ab. Zylindro im Fallen killen, Pyramidas erst die Pflanzen, dann den anderen Müll killen, Cubas Junior ohne Treffer. Ugh. Sind das 3 verschiedene Achievements oder brauche ich das alles 3 für 1? Drei verschiedene. Ja, mal gucken. Bei Pyramidas erst die Pflanzen ist aber gar nicht so easy, weil du ja auf diese Spulen schon schießen musst, damit sie halt nicht feuern. Und dann platzen die ja automatisch irgendwann weg. Wie sieht's denn hier aus? Wie viel ist da noch drin? Nicht mehr so viel. Könnten wir mal neu machen, ne?
Kostet ja nichts. So und so. Lovely. Stones sind random zwischen Max-Tier und Max-Tier minus 10. Das heißt also, bei dir kann Fire zwischen 1 und 9 kommen. Okay. Ja, well, rip. Ich könnte jetzt natürlich... Wait. Das war der falsche Button. Fill Inventory, das ist das, was fehlt. Warum geht das nicht? Warum geht denn der... Ach so, weil hier unten Trash drin liegt. Ach. So. Und... Nein, das ist das falsche Skript. Das wollte ich haben. Gucken wir doch mal. Das kriegen wir doch locker höher. Das geht wirklich schneller. Mit mehr Scripts auf jeden Fall. Auf jeden Fall geht das schneller. Also schnell wie wir jetzt Tier 10 gemacht haben oder gleich Tier 11, habe ich vorher nicht mal Tier 8 gemacht. Mit weniger Scripts. Also mit nur einem Script. Ich weiß nicht, ob das dauerhaft für den RAM so gesund ist, aber meine Güte. Ja, zumindest Tier 12 könnten wir ja wohl rauskriegen. Ist einfach so bescheuert, ne? T15 geht recht schnell mit Turbo Exec Script. Ja, gut. Aber das gibt mir das Spiel nicht vor. Oder ist das was, was ich noch nicht freigeschaltet habe? Nein, ich glaube, ich weiß, es ist schon einfach externes Tool, ne? Würde auch schneller gehen, wenn das Inventar größer wäre. Just saying. So, Tier 12 machen wir nochmal. Das haben wir auch gleich. Und dann kann der ganze Trash mal gerade weg. Das Script autocraftet einfach nur heftig viel, ja. Also das Script macht halt einfach halt einmal Fill Inventory und dann halt fünfmal Combine. Und dann wieder Fill Inventory. Das ist exakt das, was es macht. Und jetzt hoffen wir drauf, dass wir nächste Stunde zumindest... Also wir kriegen mindestens Tier 2 rote Gems. Falls wir überhaupt rote Gems kriegen, aber wenn, dann mindestens Tier 2. Und vielleicht mehr. Und dann machen wir den ganzen Spaß nochmal. Okay, wie sieht's hier aus? Der Kram ist durch. Das ist sehr cute. Will ich das nochmal machen? Eigentlich nicht. Aber... Es hilft ja nichts. Ach komm.
es so, sonst dauert es ewig. Es können nicht zwei vom selben Element gleichzeitig im Shop sein, also stehen deine Chancen gut. Chancen stehen halt 1:2, wenn ich das richtig sehe, oder? Nee, sogar noch besser. Wenn 6 von 8 im Shop sind, ist das doch okay. Gibt es da irgendein Feature später, dass mindestens ein bestimmtes Tier... Ja, haben wir gerade drüber gesprochen. Ist es doch 6 von 9? Ist nicht 6 von 8? Ah, Universal kann man auch kaufen, okay. Aber später erst, oder? Weil das habe ich noch nicht gesehen. Oder ist das nur im... Warte. Ach doch, Universal ist tatsächlich nur hier. Nur im Offshore-Market, nicht im Powerstone-Shop. Okay. Okay, okay, okay. Und Toyo, ja, also es droppt halt immer, also man kauft mindestens das höchst gecraftete Tier minus 10. Das ist das, was mindestens auftaucht. Also schlechter wird's nicht. T50 von allem wird lustig. Geht halt. Also wenn du das wirklich so in, also wenn wir jetzt, keine Ahnung, mit ein bisschen Glück das nächste Mal im Shop hier Tier 8 haben, was wir kaufen können, muss ich zwar das Skript anpassen, aber prinzipiell kommen wir dann relativ easy auf, keine Ahnung, T20. Also klar, ist ein bisschen Glück mit dabei, aber es geht halt schon. Zumindest schon mal auf 8000 runter. Is something. Es kommt mir immer so langsam vor, aber es ist einfach so langsam, oder? Der Boost ist nicht aus. Nee, der Boost ist total nicht aus. So überhaupt gar nicht. Uff. Ja, nun. Warten wir eine Runde, würde ich sagen, oder? Ich habe ein Getränk, ich weiß nicht, wie es bei euch aussieht. Meine Handvoll Townperks, die ich habe, sind ein bisschen auf Refining, ein bisschen auf Production Speed geskillt, ein bisschen auf allgemeinen Damage und ein Punkt darauf, dass die Power Stones stärker werden, glaube ich. Ich kann es auch einfach zeigen. Prinzipiell auch einfach XP grinden für mehr Town Perks. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Geh nachher einfach mal ein bisschen mehr auf Power Stones für die Challenge. Also. Das läuft ja noch eine Weile, ne? Dann lass doch mal. Ist ja schließlich Perfect Tower und abgesehen vom Bossfight den Tower bislang gar nicht gesehen. Lass doch mal... Was machen wir denn mal? Also, nee. Ich wollte schon in den Endless Mode eigentlich. Wobei wir da in Region 15 wahrscheinlich nicht wahnsinnig weit kommen. Naja, immerhin so Wave 5 Millionen. Speedy Brain, wo du gerade da bist, wonach berechnet sich die XP? Also die XP fürs Town, die man aus dem Run kriegt, berechnet sich das nach, wahrscheinlich nach einer Mischung aus Runlänge und Wave? Wäre jetzt so mein educated guess, aber...
Okay, we dead. Das geht erstaunlich gut. Ich hätte gedacht, wir kriegen hier schneller auf den Sack, aber okay. Oder geht die XP einfach nur nach Kills? Könnte natürlich auch sein. Also ich sollte mal Natural und Fire Focus anmachen. Sollte mal nachgucken, was der Spell eigentlich macht. Ich habe den einfach nur so aus dem Blueprint übernommen und es war so, okay, was macht der eigentlich? Aktuell 1-3 XP pro Enemy, aber geplantes Feature ist, dass man später durch das Town-Level selbst mehr XP bekommt, beziehungsweise unterschiedliche Sachen, Artefakte und so wird es auch noch geben. Okay. Also kommt es prinzipiell im Moment nur auf die Anzahl der Gegner an, ja? Also ist völlig egal, ob ich halt auf Wave 3 Milliarden einen Gegner töte oder auf Wave 1. Ah, der nimmt Debuffs vom Turm, okay. Für Town XP, ja. Ja, aber dann... Hold on a second. Wenn das so ist... Dann will ich für Town XP doch einfach ganz viel Software ausmachen. Was ist denn... Ich will Wave Jump auf jeden Fall raus haben, weil ich dann nämlich keine Wave skippen will tatsächlich. Das war dann Wave Search. Ja, okay. Achso, after a certain amount of time entire waves are skipped. Nein, die auch nicht haben. Und wenn die beiden aus sind, ist der Rest ja eigentlich fast egal, oder? Wave Momentum. One more wave. Achso, ich mach das einfach alles mal aus. Wobei Wave Storm. Nee, das ist auch alles Counter-Increase. Das wird alles Counter-Increase sein, oder? Instability. Critical Wave Jump. Nein. Ein Vortex. Vortex können wir total machen. Vortex ist okay. Increases the speed of wave streaming based on the amount of waves skipped. Ja, da wir keine Waves skippen, ist das egal. Okay, Wave Endurance können wir auch mal anmachen. Aber dann, was ist denn das Fenster resized ein bisschen? So. Und dann können wir ja ganz easy, endless easy, okay, den Rest können wir uns eigentlich sparen. So ungefähr habe ich mir das vorgestellt. Das sollte zumindest für XP-Farming ganz gut sein. Hoffe ich. Okay, aber wie ich das so sehe, Tier 9 Belt wahrscheinlich eher am Sonntag. Ich werde heute nur so bis ca. 20 Uhr machen, also Stündchen noch. Und vielleicht, weiß nicht, also morgen habe ich auf jeden Fall keine Zeit zu streamen. Mal gucken. Also ich habe vormittags ein bisschen Zeit.
Vielleicht gucke ich da kurz ins Spiel rein, aber ich sehe nicht, dass ich da viel mache. Wie viele Gegner pro Wave sind es? Ich muss hier eigentlich irgendwo in den Stats nachgucken. Hier sehen wir doch die Kills. Das sind jetzt schon mal irgendwie 24.000 XP, die wir gemacht haben. Also 24.000 bis 72.000. Irgendwo dazwischen. Speedy, ich habe mal eine Frage. Ist ja nicht so, als hätte ich das ständig, aber beim Entwickeln des Spiels, also so in der frühen Phase, als ihr noch so an dem Punkt wart, so hey, das wäre noch eine Mechanik, die wir reinbringen könnten und das könnten wir nochmal reinbringen und das wäre noch ein Minigame und das könnte noch damit interagieren. Und also quasi bevor dieses Flowchart, was ihr im Moment habt, komplett war. Wie oft habt ihr da den Moment gehabt, dass ihr dachtet so, Alter, ich muss ganz kurz mein Gehirn sortieren, um zu verstehen, was wir hier machen? Beziehungsweise so, Moment, ich muss kurz 5 Minuten drüber nachdenken, bis ich das vernünftig in Code gießen kann. Und ja, ich könnte super Multishot. Das wäre für das hier sowieso total eine Idee. Das wäre hier für echt eine Idee. Muss ja eigentlich nur ein Skript machen, was hier hinklickt, 2 Sekunden wartet. Und das auf endlos. Easy. Welche Position haben wir hier? 1170, 450. Mal kurz aufschreiben. 1170, 450. Nimm mal ein Skillscript, brauchst du keine Koordinaten. Ah, du kannst einfach Module ansprechen. Okay. Das macht vieles einfacher. Nein, den Button wollte ich nicht. Müssen wir kurz rausgehen. Lustigerweise war das nie so ein Problem. Vieles ist gewachsen und war nicht von Anfang an komplett durchgeplant. Wie wir es zuerst durchgeplant haben, war schon klar, was jedes Gebäude machen wird, aber noch nicht, wie es genau aussieht. Ah, okay. Gut, ich habe auch gerade unterschätzt, dass wir irgendwie 277.000 XP fürs Level-Up brauchen.